Ein herzliches Willkommen an alle Filmfreunde und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Heute möchte ich eine Blu-ray aus dem Hause Ostalgika vorstellen, und zwar den Film Cleopatra. Dabei handelt es sich um den Cecil B. DeMille-Film von 1934 mit der bezaubernden Claudette Colbert in der Hauptrolle der Cleopatra. Wie bei DeMille üblich ist es ein Kostüm- und Monumentalfilm, natürlich in Schwarz-Weiß, aber mit wundervollen Sets, Dekors, Kostümen und auch tollen Schauspielern. Der Film hatte 5 Oscar-Nominierungen und bekam ihn letztendlich für die beste Kamera. Auf der Blu-ray befinden sich 2 Fassungen des Bildmaterials: die neue Universal-Restaurierung von 2017 und die Restaurierung zum 75. Anniversary. Dazu ein erstklassig klingender deutscher Ton, inklusive eines nachsynchronisierten Prologs, der vorher nur im O-Ton vorhanden war. Als Bonus finden wir auf der Scheibe einen wirklich sehr interessanten Audiokommentar, einen englischen Trailer, eine Bildergalerie, eine Programmvorschau und beigelegt ist ein Booklet mit einem ebenfalls sehr informativen Text. Der Film hatte eine Spielzeit von 101 Minute und ich möchte eine ganz besondere Szene empfehlen in dem Film, die man sich durchaus auch mehrfach anschauen kann. Ungefähr in der Mitte des Films gibt es eine Szene auf Kleopatras Flaggschiff. Kleopatra will Mark Anton verführen. Und in dieser Szene sieht man eine grandiose Kamerafahrt, die langsam zurückfährt und immer mehr Einblick in das Innere des Schiffes gibt, mit einer Kombination der ganz tollen Filmmusik. Der Film hat zu Recht den Oscar für die beste Kamera gewonnen. Also dann, gute Unterhaltung.